Die Wildnis, unendliche Weiten. Im Laufe ihrer Existenz hat sie schon viel Schreckliches erleben müssen, so wie Seven vs. Wild oder den Survival Squad. Doch das, was nun kommt, hat selbst unsere Wildnis noch nie gesehen, nämlich die größte Herausforderung für die Wildnis ever. Der Extreme Survival Elite Squad vs. Wild. Baum! Lasst uns zunächst durch den Schwarzwald wandern, dann über den Rhein fliegen und einmal durch Frankreich auf einem Bein hüpfen, um zu Fuß den Atlantik zu überqueren und mit dem Fahrrad den Mount McKinley zu besteigen. Yo, Alter. Oder so. Dude, Bro. Oh ja, und unterwegs essen wir ganz viele halluzinogene Pilze, die wir nicht zuordnen können und erklären euch dann schlaue Worte wie Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus oder raus endoplasmatisches Retikulum. Mit genug Chili-Pulver kann man sogar Luzula luzuloides essen. Los, geh an, Feuer! Jetzt geh halt an, Feuer! Ich kann mir nicht erklären, warum das nicht funktioniert. Seltsam. Ja, ich glaube, Feuer machen ist hier einfach unmöglich. Will nicht brennen, ist unbrennbar.
Nur mit der legendären Knossi-Methode können wir vielleicht noch Feuer machen. Nein, selbst die legendäre Knossi-Methode ist gescheitert. Ich fürchte, ich kann nicht mehr. Wir müssen umkehren. Ja, das fühle ich, Bro. Ja, leider ist unser Projekt hiermit gescheitert. Wir haben leider keine Kraft mehr und müssen jetzt wieder nach Hause gehen. Wir sind zwar nur 250 Meter weit gekommen, aber Authentizität und Ehrlichkeit im Umgang mit dem Scheitern von vornherein mies geplanten und fast nahezu menschenunmöglichen Unterfangen ist ja wichtiger, als sich realistische Ziele zu setzen und irgendwas mal durchzuziehen. Ne? Ich meine, schließlich sind wir hier im Internet. Also alles gut, gehen wir nach Hause. Tschüss!